Ich habe versprochen, ein Video zu machen von dieser Frucht hier. Das ist irgendwas Südostasiatisches, Thailand. Keine Ahnung, wie genau das heißt. Mein Mitbewohner hat versucht, es zu übersetzen. Aber ich kannte die Übersetzung nicht. Ja, das ist meine einzige, die ich hier habe. Und das erste Mal, als ich das gegessen habe, hat das mit dem Schälen nicht so gut funktioniert. Deshalb kann es sein, dass mein erster Versuch und mein einziger Versuch ziemlich schlecht wird. Ja, mal gucken. Wenn ich mich recht entsinne, musste man das quetschen. Und dann aufbrechen. Ups. Sorry. Ja, die Schale ist ziemlich dick. Da sieht man den weißen Kern. Ja, die Frucht ist jetzt schon ein paar Tage alt. Leider. Sieht ein bisschen aus wie Knoblauch, ist aber ziemlich süß. Ja. Ekelhaft. Ups. Hoffe, die ist noch gut. Wenn nicht, werde ich wohl kotzen oder so. Oder einem Magen-Darm-Vergiftung kommen. Ja. Et voilà. Das. Kurz beiseite. Das hier ist jetzt das Fruchtfleisch. Und es ist. Wie schmeckt das eigentlich? Es schmeckt sehr fruchtig, es ist leicht säuerlich. Natürlich süß. Hab das von Traube. Ja, und das ist jetzt nochmal der Rest der Schale. Und den Rest werde ich jetzt dann einfach nach dem Video essen.